Jeden Abend, wenn die Tante Clara ihre sanften Formen abgelegt, tut sie einen Blick noch um das Lager, ob sich etwa dort wer hingelegt. Und befriedigt tut sie sich die gefärbten Härchenflechten, wenn sie unterm Bett nicht sieht, als das, was man braucht in Nächten. Also bald legt sich die Tante Clara in ihr weißes Federbett hinein, 48 lange, bange Jahre schlief die Jungfrau darin ganz allein. Aber manchmal seufzt sie ob ihrer ungenossenen Jugend, wälzte schlaflos sich im Bett und verfluchte laut die Tugend. Aber eins, wie sie sich niederbeuchte, unter ihrem Bette nachzuschauen, lag ein Mensch dort unten, der beäuchte Tante Clara, die empfand ein Grauen. Dass sie nicht in Ohnmacht fiel, blieb ihr ewig unverständlich, und sie sagte zu dem Kerl nichts als: Ach, da sind sie endlich. Doch der Dieb ist schnell hervorgekrochen, hat die Tante Clara schwer bedroht, dass das arme Wesen noch nach Wochen schlich umher wie der leibhafte Tod. Ach, der Dieb begnügte sich nicht allein mit den Moneten. Tante Clara hat umsonst sein Benehmen sich verbeten. Als man sie dann aufs Gericht zitierte, sprach sie vom geraubten Gold allein, weil das andere sie so sehr genierte, betend, dass man nie den Dieb fing ein. Aber manchmal in der Nacht brannten Tante Claras Wangen, und dann war es ihr, als käm wieder so ein Dieb gegangen.